So, ich mache hier mit meinem iPhone mal ein kleines Video zu dem E-Book von Benny Rebell. Und zwar, um kurz zu zeigen, auf welchen Medien das Buch sehr gut lesbar ist. Und zwar haben wir da lange dran getüftelt, es möglichst auf allen Medien gleich gut lesbar zu gestalten. Das heißt, wir haben einmal ein normales PDF hier für den Bildschirm. Das sieht hier auf dem Video ein bisschen flackerig aus, aber da sieht man schon, dass ich habe hier eine recht hohe Bildschirmauflösung, aber auch bei einer kleinen ist es noch sehr gut lesbar, mit einer gut lesbaren Typografie. Das E-Book haben wir übrigens hier bei Enjoy Your Camera, unser Designer hat das gesetzt, der Tom. Und die vielen schönen Bilder auch zwischendrin, sehr gut erkennbar und lesbar. Zwischendrin auch immer wieder vollformatige Bilder. Dann haben wir hier die ausgedruckte Variante. Auch sehr gut lesbar auf DIN A4. Ich hoffe, das erkennt man hier im Video auch. Und dann kann man sich das dann in Farbe ausdrucken. Dann hat man die Bilder auch in Farbe, noch in einer guten Qualität, obwohl das PDF ja sehr klein ist. Das gleiche kann man auch in Schwarz-Weiß ausdrucken, das ist auch noch okay, wenn man die Tinte sparen möchte. Ich habe das Ganze hier auf dem Farblaserdrucker im Büro ausgedruckt. Es sind ja insgesamt etwas über 80 Seiten mit, ich glaube, es sind ja 82 Seiten, gespickt mit vielen tollen Fotos von Benny auch. Ja, und dann gibt es noch die dritte Variante, die immer wichtiger wird, und zwar das iPad. Da zeige ich nur mal kurz, wie man das macht. Man nimmt also diese PDF-Datei, die muss ich jetzt hier mal versuchen scharf zu stellen, und zieht die einfach in seinen iTunes in die Library rüber mit der Maus. Dann ist das Buch auch schon hier unter Büchern gespeichert, und dann später, wenn man sein iPad anschließt, kann man sagen, dass man das aufs iPad gesynkt haben möchte. Und jetzt zeige ich nochmal im letzten Schritt, wie das Ganze auf dem iPad aussieht. Ich muss das mal so ein bisschen gekippt hier versuchen hinzustellen. So, weil man sonst die Glühbirne sieht. Und selbst auf dem iPad ist das alles noch sehr gut lesbar, natürlich auch tolle Farben in den Bildern. Und die Typografie ist so, dass man auch auf dem iPad noch ohne zu zoomen gut lesen kann. Was nicht heißt, dass man im Notfall es nicht sich doch noch auch ein bisschen größer ziehen kann, wenn man möchte. Ja, und somit haben wir alle Plattformen abgedeckt und haben ein sehr günstiges und tolles E-Book erstellen können, was eigentlich auf jedem Medium gut funktioniert. Ja, und ich wünsche viel Spaß beim Lesen und Lernen.